Herzlich willkommen nochmal. Mein Name ist Stefan Gebele, Solution Engineer und Teamlead bei der Firma Softing. Und bevor ich starte, würde ich vielleicht gerne nochmal die Frage beantworten, warum denn Datensammeln überhaupt wichtig ist. Stellen Sie sich vor, Ihr Unternehmen beauftragt Sie, eine KI einzuführen oder Predictive Maintenance einzuführen. Ja, oder so wie im heutigen Meeting einfach Daten zu visualisieren, damit Sie eine Übersicht haben, ob die Produktionsziele auch erreicht werden. Und all diese Use Cases, die ich gerade aufgezählt habe, haben ja eins gemeinsam. Sie brauchen qualitativ hochwertige Daten. Und da kann die Firma Softing eben Lösungen bereitstellen, wie zum Beispiel den Edge Connector 840D, eine Software, die es Ihnen ermöglicht, Daten einfach und schnell aus Synomeric 840D Steuerungen auszulesen. Was kann dieser Edge Connector 840D? Ja, es ermöglicht Ihnen eben Zugriff auf Solution Lines, also die neuere Baureihe der Synomeric 840D, genauso wie Zugriff auf Power Lines. Und dort können Sie dann Informationen der Achsen, der Antriebe, Zustände, Werkzeuginformationen, all diese Informationen können Sie auslesen und diese dann über OPC-UA und MQTT übertragen. Der Edge Connector 840D ist ein Docker-Container und daher sehr flexibel. Sie können ihn einfach skalieren und bereitstellen und verfügbar ist er über Docker Hub oder den Microsoft Azure Marketplace. Ein Wort noch zur Konfiguration. Es erfolgt über das Web-Interface. Das bedeutet, Sie brauchen keine zusätzliche Software installieren. Sie brauchen nur einen Browser und mit dem können Sie dann den Edge Connector parametrieren. Wir haben mehrere Edge-Konnektoren. Es gibt also eine ganze Familie davon. Wir haben einen Edge-Konnektor Modbus, speziell für PLCs, die das Modbus-Protokoll sprechen. Wir haben einen Edge-Konnektor Siemens, um SIMATIC-Steuerungen auszulesen. Wir haben auch einen für FANUC-CNCs. Fokus ist natürlich heute der Edge-Konnektor 840D für Auslesen von 840D Powerline und Solution Line. Wie verbinde ich das Ganze? Ist eigentlich relativ einfach. Also in der Mitte haben Sie hier diesen Edge Connector 840D und der baut eine Verbindung hier grün aufgebaut über Ethernet zur PLC und den NC-Teil der Steuerung auf. Da komme ich später noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen, was es ist. Und die Verbindung, die Sie aufbauen, wie gesagt, X120, X130 sind die Ethernet-Schnittstellen. Wenn Sie die X130-Schnittstelle verwenden, achten Sie darauf, Sie müssen den Port freischalten in der Firewall von der Synomeric. Ansonsten klappt das nicht. Da wäre dann, ja, empfohlen ist eigentlich X120, weil da müssen Sie nichts tun. X130 funktioniert aber genauso. Auf der nächsten Seite, hier sehen wir nochmal, wie das Ganze im echten Leben aussieht. Also X120 ist die Schnittstelle hier oben. Auf dem rechten Bild würde man das erkennen, das ist das gelbe Kabel. Die X130 ist etwas weiter unten angesetzt. Das ist hier das weiße Kabel. Also hier entweder gelb oder weiß. Hier erfolgt der Anschluss, je nachdem, was eben Ihnen besser passt. Und an der X130 müssten Sie noch die Firewall freischalten. Das ist bei der X120 nicht notwendig. So viel zur Solution Line. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal mit Powerline an. Der Aufbau ist sehr, sehr ähnlich, nur Sie brauchen eben noch einen Adapter, der eben die Powerline Ethernet-fähig macht. Warum? Powerline hat keine Ethernet-Schnittstellen. Sie hat eben nur serielle Schnittstellen und Sie brauchen ein Stück Hardware, wie von Softing das Netlink, was eben Ihnen den MPI-Bus übersetzt auf Ethernet-Protokoll. Der Anschluss erfolgt auf der X122. Und die Baudrate, die Sie einstellen, ist 187,5. Das ist eben die Baudrate, die auf der X122 gesprochen wird. So sieht das Ganze aus. Hier sehen Sie zwei Bilder. Also die X122 ist die Schnittstelle überhalb des 8 LCD-Anzeige, der BCD-Anzeige. Hier kann man das eben anschließen und so sieht es dann aus, wenn Sie eben unseren Adapter drauf montiert haben. Wie gesagt, den brauchen wir, um auf Ethernet umzustellen. Warum? Ja, Sie sehen es selbst. Hier gibt es eben nur serielle Schnittstellen, Profibus und MPI.
Gut, jetzt die Frage, wie kann ich denn die Daten jetzt rausholen? Also Anschluss haben wir jetzt geschafft. Wir haben hardware-technisch das Ganze verbunden. Jetzt müssen wir noch die Daten auslesen. Einmal aus dem Bereich der PLC und einen Bereich, den NCK, hier grün markiert. Adressiert werden die Items, die Variablen, die Sie auslesen möchten, über zwei verschiedene Files. Ein sogenanntes SDFI-File für die PLC. Ein sogenanntes AWL-File für die NCK. Wie sehen diese Files aus? Man kann sich einfach das mal anschauen, wenn man in das SDFI-File reingeht. Also im Grunde steht drinnen, ja, dieser Program Running, Program Stopped, Aborted, diese Informationen sind Bits und die sind zu finden im Datenbaustein 21 auf Byte 35, Speicherplatz 0. Und diese Informationen müssen wir eben dem Edge Connector mitteilen, damit wir die korrekt auslesen können. Diese Daten werden wir auch später Ihnen zeigen und mein Kollege, der Thilo, wird diese auch noch visualisieren. Das AWL-File sieht etwas anders aus. Man merkt schon, die ganze Struktur ist verschieden im Gegensatz zum SDFI-File. Für eine einzige Variable, hier zum Beispiel der Override, brauche ich eine ganze Menge an Informationen. Also die Adresse von dieser Variable ist eben unterteilt in diese einzelnen Bereiche. Diese Informationen komme ich auch noch drauf zu sprechen, die bekommen Sie aus dem NC-VAR-Selektor. Wenn Sie beide diese Files erstellt haben, dann können Sie die in den Edge Connector importieren und der Edge Connector baut dann eben Verbindungen sowohl zur NCK als auch zur PLC auf. Sie werden berechtigterweise die Frage stellen, ja, wie bekomme ich jetzt diese Files? Gibt es ganz einfach eine Möglichkeit, Sie laden sie von unserer Webseite herunter, beziehungsweise wenn Sie den Edge Connector haben, sind die auch schon importiert, vorimportiert per Default. Wenn Ihnen diese ausreichen, ja, dann brauchen Sie nichts weiter zu tun, dann sind Sie glücklich. Falls Sie jetzt sagen, ich brauche mehr Variablen oder es ist mir zu viel, ich brauche verschiedene, dann kann man die jederzeit anpassen. Sie können diese Textfiles einfach als Grundlage hernehmen und dann die entsprechend erweitern. Die Erweiterung erfolgt über den DataFeed Exporter und den NC-VAR-Selektor, habe ich schon kurz angesprochen, jetzt aber im etwas mehr Detail. Das heißt, der NC-VAR-Selektor, das ist ein Tool von Siemens. Sie dürfen sich das vorstellen, das ist eine Software, eine Art Datenbank. Und in dieser Datenbank ist eben die ganzen Speicheradressen zu den Variablen vorhanden. Und Sie können jetzt unser VAR-File, was Sie eben auch mitgeliefert bekommen, können Sie in den NC-VAR-Selektor importieren. Sie können das dann ja als Grundlage hernehmen, dann können Sie es verändern, Sie können es erweitern und am Schluss, wenn Sie fertig sind, drücken Sie auf Generieren. Das ist ein Button im NC-VAR-Selektor und Sie bekommen dann das AWL-File heraus und das AWL-File wird dann in unseren Edge-Connector importiert. Dasselbe gilt für das SDFI-File. Hier importiert man allerdings das S7-Projekt von der Synomerik. Es geht ja hier um die PLC-Daten oder Ihr TIA 18 oder mittlerweile auch schon 19-Projekt können Sie auch importieren. Sie kriegen dann alle Variablen angezeigt, die es gibt im Projekt und dann durch simples Klicken können Sie eben sagen, diese Variable möchte ich und diese auch. Und dann am Schluss kommt ein SDFI-File exportiert und das können Sie wiederum in den Edge Connector 840D laden. So viel zur Theorie. Das Gleiche zeige ich natürlich, das alles zeige ich auch noch praktisch vor. Aber ich gebe erstmal das Wort an meinen Kollegen Thilo von Peakboard ab. Er wird Ihnen auch kurz Theorie erläutern. So, hallo auch nochmal von meiner Seite. Ich bin Tito bei Peakboard für Software- und Produktentwicklung verantwortlich und ich würde hier kurz einsteigen, kurz erklären, was Peakboard eigentlich ist, bevor wir dann in den praktischen Teil erst von Stefan und dann von mir einsteigen. Werde mich hiermit kurz fassen, damit wir in der Demo uns das nachher genau angucken können. Peakboard ist eine Lösung, ist eine Low-Code-Plattform, um unterschiedliche industrielle Anwendungen zu erstellen. Also man kann da im Prinzip alles Mögliche mit aufbauen. Das kann eine Betriebsdatenerfassung sein, das kann ein Dashboarding sein, wie wir uns das eben später nochmal angucken. Das kann im Prinzip alles Mögliche sein, um meine Daten, meinen Werkern oder Logistik, Mitarbeitern im Feld, in der Logistikhalle, in der Produktion zur Verfügung zu stellen und mit denen interagieren zu können. Dafür haben wir eben eine Low-Code-Plattform. Das heißt, wir haben eine Lösung geschaffen, um möglichst einfach selbst in der Lage zu sein, solche Anwendungen zu erstellen,
und eben auch zu warten. Peakboard kann dabei mit allen möglichen Systemen interagieren. Das kann eben, so wie man das später sehen werden, dieser Edge-Connector von Softlink sein, um auf die CNC-Maschine zugreifen zu können. Das können aber auch Daten aus dem ERP, aus dem MES-System sein, direkt aus den Sensoren und so weiter. Diese Daten, die können wir eben mit Peakboard dann auslesen, weiterverarbeiten, zurückschreiben. Was kann man mit Peakboard also machen? Das kann jetzt in dem Fall, habe ich hier ein Beispiel mal mitgebracht, eine Qualitätskontrolle sein. Das heißt, ich kann hier anzeigen an einem Dashboard, wie viel Ausschuss hatte ich, wie viele Gutteile, wie viele Schlechtteile und kann eben diese Daten dann auch direkt einsammeln. Das heißt, über den Touchscreen in der Qualitätskontrolle dem Mitarbeiter die Möglichkeit geben, diese Daten eben erstmal zu erstellen, sodass ich die eben später auch auswerten kann. Ein anderes Beispiel, das wir eben uns gleich im Praxisteil angucken, ist jetzt hier eine Übersicht über meine Halle, wo ich eben sehen möchte, wie läuft es aktuell in meiner Synomeric, also wie viele Teile hat die gefertigt, wie ist der aktuelle Zustand und des Weiteren will ich noch zeigen, wie man einen manuellen Arbeitsplatz aufbauen kann, wo eben auch der Mitarbeiter dann eben anzeigen kann, hat er gerade ein Problem oder eben nicht. Wie viele Teile hat er gefertigt? Das schauen wir uns gleich dann eben in der Live-Demo nochmal an. Aber vorerst gebe ich es zurück an Stefan und er zeigt, wie man die Daten aus der Synomeric auslesen kann. Vielen Dank. Ja, jetzt Teil 2, praktische Demonstration. Ich habe jetzt hier schon den Edge Connector gestartet. Wie gesagt, als Docker-Container läuft er im Hintergrund. Und ich brauche bloß den Browser öffnen, in meinem Fall Edge, und ich tippe die IP-Adresse und den Port ein, unter welcher eben der Docker-Container läuft. Und jetzt muss ich mich eben anmelden und komme hier auf die Landing-Page. Ich sehe hier eine ganz wichtige Information, also es ist der Edge-Connector 840D, nicht der Edge-Connector Siemens oder Modbus. Ich kriege die Version hier angezeigt und sehe, dass es momentan ja läuft. Das Ganze läuft hier in Demo-Modus, vielleicht wichtig auch nochmal zu erwähnen. Sie können testen, Sie können das kostenlos herunterladen und dann 72 Stunden testen. Danach brauchen Sie nochmal, brauchen Sie nur neu starten, dann können Sie wieder 72 Stunden testen. Und wenn Sie eine Lizenz kaufen, wird eben ja, diese Laufzeitbeschränkung ausgehebelt. Der wichtigste Teil für uns heute in der Session ist der Bereich Connectivity. Es gibt andere Bereiche, aber aufgrund der Zeit kann ich natürlich nicht alles zeigen. Und daher gehe ich nur auf den Bereich Connectivity ein. Wie schon erwähnt, wir können die Daten sammeln und dann per OPCOA und OMQTT weitergeben. Im Bereich Controller verwalte ich die Verbindungen zu den Synomeric-Steuerungen. Ich kann hier mehrere natürlich anlegen. Und in meinem Fall drücke ich hier oben auf dieses Plus, Add Connection und gebe dem Ganzen einen Namen. Ich mache jetzt hier Solution Line. Und möchte hier die Verbindung sowohl zur NCK als auch zur PLC, also zum Controller aufbauen. Das kann man hier mit diesen Häkchen eben bestätigen. Per Default habe ich diese Files schon drinnen, dieses AWL und dieses SDF-File, wo ich vorher erklärt habe. Ich kann natürlich das auch anpassen. In meinem Fall habe ich es sogar angepasst. Ich habe eine Variable hinzugefügt. Ich drücke hier auf Choose File und hier kann ich eben dann mein AWL-File, was ich speziell fürs Webinar vorbereitet habe, öffnen und hochladen. Und damit ist die Sache von den Files schon erledigt. Was ich brauche, ist die IP-Adresse. Und die ist halt in meinem Fall hier diese. In Ihrem Fall wird die natürlich anders sein. Noch ein Hinweis für diejenigen, die keine Solution-Line haben, sondern Powerline. Was ist jetzt der Unterschied? Ja, Sie brauchen den Netlink und Sie müssen zusätzlich hier in den Advanced Settings die T-Subs-Einstellungen für NCK und PLC abändern. Also hört sich kompliziert an, ist es aber nicht. Im Dropdown-Menü wählen Sie hier halt Powerline statt Solutionline aus. Und das sowohl für die NCK als auch für die PLC. Zusätzlich kann man hier die Alarme noch aktivieren und den Tooling-Access. Zeige ich Ihnen gleich, was da auf sich hat. Ich aktiviere beide, gehe zurück und drücke Save. Somit habe ich die Verbindung angelegt. Und wenn es klappt, ja, dann wird jetzt auch zu beiden die Verbindung aufgebaut. NCK connected hier,
der linken Seite und PLC auf der rechten Seite. Ja, beiden Stecker sind zusammen, Verbindung hat geklappt. Ich switch kurz in den OPC-OA-Bereich, also alle Daten, die ich jetzt hier durch die Files dem Edge Connector gesagt habe, die er holen soll, werden dann per OPC-OA-Server bereitgestellt. Das heißt, jeder gewöhnliche OPC-OA-Client kann sich nun die Daten abholen. Ich kann den UA-Server entsprechend verschlüsseln. Das habe ich in meinem Demo jetzt nicht gemacht. Ich habe hier Anonymous und Security Policy ist auch noch non. Aber in einem richtigen Szenario empfehlen wir natürlich, die Daten nur verschlüsselt bereitzustellen. Das heißt, es kann sie niemand ändern. Auch die Access Rights kann ich hier noch einschränken. Ich kann zum Beispiel generell einen Read Access verbieten. Das heißt, ich kann nur Daten auslesen. Zusätzliche Sicherheitsfeatures gibt es ebenfalls. Wir haben einen IP-Access-Filter und auch Access Protection. Da fällt Denial of Service drunter. Also jede Menge ja, Security-Optionen, die das Ganze sicher machen. Ich kopiere mir jetzt den URL vom OPC-OA-Server. Das ist also die Adresse, unter was ich den UA-Server erreiche. Und jetzt switche ich in meinen Demo-Client. Einen Moment, ich fange hier von neu an. Dieser Demo-Client ist auch kostenlos erhältlich, von Firma Softing entwickelt. Dieser Client dient natürlich nur zum Überprüfen, habe ich wirklich alle Daten, die ich haben will, und kommen Werte an. Zum Visualisieren ist er nicht geeignet. Dafür haben wir eben genau diese Partner wie Peakbot, dieses Ganze schön in den Kontext bringen und schöne Visualisierungsbilder auf Basis der Daten erzeugen können. Ich habe jetzt die Verbindung hergestellt und bin jetzt mit dem OPC-OA-Server, also mit dem Edge Connector verbunden und kann jetzt durch den Address Space browsen. Es gibt hier PLC. Schauen wir mal, was er uns für Werte bei Standard schon ausgibt. Es gibt eben hier den NCK-Alarm und es gibt hier diese Werte, die ich auch vorhin in der Präsentation schon gezeigt habe. Läuft ein Programm? Ja, es ist true. Hier sieht man immer den Wert. Es ist nicht momentan gestoppt oder es ist auch nicht abgebrochen. Es ist nicht, ja, sonstigen Störungsmodus, dass es jetzt momentan auf Warten von Eingaben vom Maschinenbediener wartet. Also eine Übersicht, ob die Maschine läuft oder nicht. Im Bereich Solution Line habe ich natürlich hier noch mehr Informationen. Ich sehe, welche Maschinenprogramm läuft denn gerade, in welcher Zeile ist er gerade zum Bearbeiten und was ist der Inhalt dieser Zeile, das sieht man hier. Und wenn ich hier auf Lesen gehe, dann aktualisiert sich dieser auch von Zeit zu Zeit, je nachdem, wie lange er eben braucht, um die Zeile abzuarbeiten. Tool Ident ist ja das Werkzeug, was vorne in der Spindel steckt. Und ich habe hier natürlich auch noch den Workpiece Counter, den habe ich hinzugefügt. Da werden wir später auch noch mal drauf kommen. Die Position der Achsen kann ich hier auch auslesen. Momentan ist er auf Status 0. Natürlich den Feed Rate. Und hier sollte sich eigentlich was ändern. Also jedes Mal, wenn ich hier lese, Sie sehen es, ändert sich auch der Wert. Ich kann natürlich auch eine Subscription machen. Das bedeutet, es wird sich dann dauerhaft aktualisieren. Dazu muss ich einfach doppelklicken. Zu den Drives, also die Frequenzumrichter, die entsprechenden Motoren antreiben, kann ich hier auch den Strom auslesen. Ich kann die Spannung auslesen, ich kann das Drehmoment und die Motortemperatur auslesen. Alles kommt schon per Default mit. Vorhin habe ich es gezeigt, bei den Advanced Settings kann man eben auch Alarme und Tooling aktivieren. Was bedeutet das? Ja, ich kann eben die Alarme, die an der Maschine anstehen, also Motorschutz gefallen, Bohrerbruch zum Beispiel, also ich könnte all diese Informationen könnte ich hier auslesen. Da gibt es ein großes Array und hier habe ich eben, ja, das ist nur eine Demo-Maschine. Ich habe hier keine sehr schönen Alarmmeldungen, aber Sie sehen es hier, ich kriege das Datum, wann ist der Alarm entstanden, ist er momentan aktiv oder schon deleted und dann kriege ich eben ja, den entsprechenden Text. Im Bereich Tooling kann ich eben das ganze Werkzeugverwaltung auslesen. Das heißt, die verschiedenen Magazine. Ich kann überprüfen, okay, es gibt hier ein Kettenmagazin. Das Kettenmagazin hat 30 Plätze. Was ist denn momentan auf Platz 1? Auf Platz 1 ist ein Werkzeug mit der Tool Nummer 4 und es ist ein Schaftfräser. Ja, der wird auch überwacht. Also da gibt es ja die Zeitüberwachung, Stückzahlüberwachung. Ich kann eben die Reststandzeit dann auch noch auslesen. Ja.
Das war es soweit zu den Daten und auch von meiner praktischen Seite, von der Demonstration her. An der Stelle, ja, gebe ich wieder zurück an Thilo. Er wird Ihnen jetzt zeigen, wie man auf Basis dieser Daten das Ganze visualisieren kann. Genau, dafür steige ich jetzt in den Bigboard Designer ein, also in die Software, die Software von Bigboard, die können Sie auch jederzeit kostenfrei bei uns runterladen und damit auch alles schon mal ausprobieren, wie Sie das möchten. Wir wollen jetzt in dem Fall eine Hallenübersicht erstellen. Das heißt, ich fange hier einmal an und beginne, indem ich hier einen Hallenplan auf die Oberfläche draufziehe. Das mache ich, indem ich das einfach von meinem File Explorer auf mein Bigboard Designer draufziehe, um mir entsprechend hier so einen Hallenplan anzulegen, auf dem ich nachher die Elemente positionieren möchte. Klicke hier einmal noch auf Sperren, dann kann ich das Ding nicht mehr andrücken und dann nervt es mich nachher nicht mehr. Und jetzt mache ich weiter, indem ich mir zuerst mal eben die Daten aus dem OPC-UA hole von der Synomeric. Entsprechend gehe ich zuerst mal hier auf Daten, Datenquelle hinzufügen. Und wir sehen, hier gibt es also eine ganze Menge unterschiedlicher Systeme, die man so anbinden kann. Das können über REST-Schnittstellen wie JSON, irgendwelche MES-Systeme, ERP, CRM, was auch immer sein. Man kann Daten aus dem SAP-System holen, aus Datenbanken wie SQL Server, Oracle und so weiter oder eben verschiedene Maschinendaten. Und hier gibt es eben unter anderem OPC-UA. In dem Fall wollen wir die Daten aus dem OPC-UA holen. Entsprechend wähle ich mir das aus und nenne das Ganze mal SYN1 für unsere Synomeric 1 und gebe hier zuerst mal die IP-Adresse von meinem Server ein. Wähle hier noch ein Client-Zertifikat aus, kann ich mir hier erstellen oder hier auswählen. Und klicke hier einmal auf die Endpunkte laden. Wir haben vorher keine Authentifizierung eingegeben im Part von Stefan. Entsprechend lasse ich das hier bei anonym und kann hier unten jetzt auf Subscriptions verwalten klicken, wodurch ich eben Zugriff auf die unterschiedlichen Werte habe. In dem Fall sind es jetzt hier von dieser Synomeric die drei Werte Run, Wait oder Stop, die also boolsche Werte sind, die also Ja oder Nein angeben. Und einen Workpiece-Counter, also einen Teilezähler. Klicke ich oben rechts einmal auf Empfänger starten, dann sehe ich hier auch direkt live die Daten aus dem OPC-UA, wie die sich hier ändern, beziehungsweise wie die Teile hier hochzählen. Und ich klicke auf OK, um diese Datenquelle hier auf der linken Seite anzulegen. So, jetzt wollen wir einmal diese Werte anzeigen auf dem Dashboard. Entsprechend klicke ich hier einmal auf das Rechteck oben, ziehe mir das hier einfach auf die Oberfläche drauf und positioniere das entsprechend an der Stelle, wo sich eben diese CNC-Maschine befindet. Ich füge als erstes mal hier noch ein Textfeld ein, wo ich einfach die Überschrift von dem angebe. Hier schreibe ich einfach rein Synomeric und setze hier die Schriftart ein auf Header 2. Die passe ich noch einmal in die Größe an. Die ist mir jetzt an der Stelle etwas zu groß. Und mache weiter, indem ich jetzt den Counter angebe. Dafür ziehe ich ein Textfeld auf die Oberfläche drauf. Gebe mal dem hier noch einen Rahmen. Das sieht nachher ein bisschen hübscher aus, im Rechteck. Und jetzt ziehe ich hier diesen Counter noch auf die Oberfläche drauf. Den positioniere ich jetzt im unteren Teil. Setze hier auch einfach die visuellen Eigenschaften einmal und verknüpfe jetzt diesen Text hier mit meiner OPC-UA-Datenquelle. Das ist auch die einzige Datenquelle, die ich hier aktuell habe. Und in dem Fall will ich den Workpiece-Counter haben, also die Anzahl der Teile. Hier sehen wir also den Counter schon. Und jetzt mache ich weiter, indem ich hier für diese Maschine noch anzeigen will, läuft die gerade oder ist die ausgefallen oder eine gewollte Pause. Entsprechend baue ich hier noch unten so einen Kreis ein. Der soll einfach grün leuchten, wenn das läuft, oder rot leuchten, wenn es ausgefallen ist. Standard setze ich das jetzt hier mal auf grün. Ups, das war falsch. Das hier wollte ich auf grün setzen. Und kann jetzt hier so eine bedingte Formatierung anlegen. In dieser bedingten Formatierung kann ich jetzt solche Regeln erstellen, wie zum Beispiel
Wenn die läuft, dann hole ich mir den Wert aus der Cinemaric, in dem Fall von der Program Running Variable. Und wenn die auf True ist, dann, also auf Ja ist, dann setze ich diesen Kreis auf Grün. Dasselbe mache ich eben noch für das Wait, also für eine gewollte Pause. Dann ist dieses Wait auf True und dann setze ich diesen Kreis entsprechend auf Gelb. Und dann machen wir hier noch einen Fehler, wenn eben dieser dritte Wert auf True ist, also dieser Stop-Wert. Dann ist es hier auf True und dann soll dieses Teil rot leuchten. Soweit, so gut. Jetzt haben wir das im Prinzip schon fertig. Wir hätten jetzt also hier schon eine Übersicht. Was ich gerne jetzt noch machen würde, ist, ich habe auch neben meinen Maschinen noch manuelle Arbeitsplätze. Entsprechend ziehe ich mir hier noch ein Rechteck auf die Oberfläche drauf. Und an der Stelle, wo sich eben ein manueller Arbeitsplatz befindet, mache ich dasselbe nochmal für entsprechend diesen manuellen Arbeitsplatz. Hier positioniere ich das Ganze wieder entsprechend das Textfeld, so wie eben schon gehabt, setze die Schriftart wieder und nenne das hier Arbeitsplatz 1, zentriere das Ganze wieder und auch hier setze ich nochmal diese Kontur. Und jetzt lege ich hier zwei Variablen an, in denen soll ganz genauso wie für die Maschine auch für den manuellen Arbeitsplatz nachher angezeigt werden, ob es da ein Problem gibt oder nicht und wie viele Teile gefertigt wurden. Entsprechend nenne ich das hier mal Workplace 1 oder Arbeitsplatz 1 und setze den Typ hier auf 0 und machen wir noch hier Count. Das heißt, das hier soll nachher die Anzahl der gefertigten Teile für den manuellen Arbeitsplatz darstellen. Und über erweitert kann ich diese Variable noch teilen mit anderen Dashboards. Und so wollen wir später noch zeigen, wie man dann an dem manuellen Arbeitsplatz diese Werte befüllen kann. Ich gebe hier also hier entsprechend noch einen Namen an, den kann ich hier einfach frei definieren. Dann nenne ich jetzt mal Workplace 1 Pieces und hier sollen also die Teile nachher drin landen. Dasselbe Spiel mache ich nochmal für einen Status, also auch hier rot, gelb, grün, ob da ein Problem aufgetreten ist oder eben nicht. Ich nenne das Ganze hier entsprechend State, also Status und setze hier eben einen Wert 1, 2 oder 3. 1 bedeutet alles in Ordnung, 2 warten oder 3 entsprechend dann ein Problem. Entsprechend gebe ich das auch hier wieder an und habe jetzt hier den Status noch. Und selbes Spiel wieder. Ich lege ein Textfeld an, das kann ich mir einfach über Drag and Drop von der rechten Seite auf die Oberfläche draufziehen, positioniere das Ganze wieder. Setzt es in die Mitte und habe das jetzt durch den Drag and Drop eben mit der Variablen schon verknüpft und dann wieder dasselbe wie eben gerade schon, dass ich hier unten noch so einen Kreis anzeigen will, wo ich eben zeigen möchte, gibt es irgendwie ein Problem oder läuft es gerade und entsprechend positioniere ich auch hier das wieder rechts unten und setze hier den Default wieder auf Grün. Und in der bedingten Formatierung lege ich drei Regeln wieder an. In dem Fall verknüpfe ich die mit dieser Variable Workplace 1 State, die ich gerade angelegt habe und sage, wenn hier der Wert 1 ist, das bedeutet in dem Fall alles in Ordnung, dann setze ich das auf Grün. Wenn eben jemand eine Pause macht an dem Arbeitsplatz, dann ist der Wert auf 2. Das ist einfach vorab so definiert worden. Und dann eben dasselbe nochmal für einen Fehlerfall. In dem Fall möchte ich das Ganze eben auf Rot setzen. So sehe ich, an dem Arbeitsplatz muss man reagieren. Hat irgendjemand ein Problem. Ich klicke auf OK und damit ist der Part schon fertig. Jetzt haben wir natürlich die Daten von der Cinemaric schon, vom Arbeitsplatz noch nicht. Die müssen wir natürlich irgendwo erstmal noch einsammeln. Dafür habe ich bereits vorab was vorbereitet, ein ganz simples anderes Dashboard, das dann eben für die manuellen Arbeitsplätze installiert werden kann. Hier habe ich genau dieselben Variablen angelegt, die ich einfach verknüpft wieder über diesen Namen, den ich vorher definiert habe. Und damit sind die Variablen schon verknotet zwischen dem Arbeitsplatz und der Gesamtübersicht. Und hinter so einem Button, wenn man da mal einen Doppelklick drauf macht, befindet sich dann ein ganz einfaches
Skript braucht man gar nicht sagen, sondern wir benutzen da so einen Puzzle-Modus, den nennen wir Building Blocks, wo ich eben hier zum Beispiel den Wertstatus auf 1 setze, wenn jemand auf den OK-Button drückt oder wenn er eben auf Pause drückt, dann setze ich den Status hier entsprechend auf 2 und dann gibt es eben noch diesen Button Done. Wenn jemand auf den Done drückt, dann setze ich hier einfach den Wert Counter auf 1 höher. Das heißt, ich hole mir den Wert Counter und zähle den um 1 nach oben und so setze ich dann entsprechend den Counter wieder. So, wenn ich damit fertig bin, dann kann ich mir einfach mein Arbeitsplatz auswählen, wo so ein Pickboard-Gerät installiert ist und kann das da draufladen. In dem Fall habe ich jetzt hier zum Beispiel so ein Surface neben mir, klicke hier einmal auf Upload und lade jetzt dieses Projekt auf meinen Arbeitsplatz drauf. Die kann ich da also entsprechend installieren an meinen Arbeitsplätzen. Das Ganze läuft jetzt hier drauf auf meinem Surface, kann natürlich auch an einem Touchscreen hängen oder wo auch immer. Und wenn wir jetzt zurückgehen in unser Projekt, das wir gerade aufgebaut haben, dann klicken wir einfach mal hier oben auf Vorschau, dann sehen wir, wie das Ganze eben auch live aussieht. So, dauert einen kurzen Moment und dann wird das sich jetzt gleich eben entsprechend die Daten aus der Cinomeric über den OPC-OA-Server eben holen und unten anzeigen. Das ist also hier jetzt dieser Workpiece-Counter mit dem entsprechenden Status und eben auch noch der manuelle Arbeitsplatz, den ich hier einfach, wenn ich es richtig benannt habe, dann benutzen kann. Genau, wenn ich jetzt also hier auf Done klicke, kann ich beispielsweise jetzt hier entsprechend meine Werte hochzählen. Genau, das war's auch schon. Wir haben jetzt in 10 Minuten eine Übersicht über die Produktionshalle geschaffen und auch noch das Einsammeln von Betriebsdaten ermöglicht an einem manuellen Arbeitsplatz. Vielen Dank. Wir haben eine Frage von Jochen Bayer, die geht an dich, Stefan, und zwar die Frage, auf welcher Hardware, Operating System, also x86, ARM, Linux, Windows, läuft denn der Edge Connector? Gute Frage. Ja, muss ich vielleicht nochmal ausholen. Also, da es ein Docker-Container ist, brauchen Sie halt einfach nur diese Docker-Runtime installieren. Die gibt es eigentlich auf allen möglichen Operating-Systemen. Das heißt, spielt keine Rolle, ob Linux oder Windows. Von der Architektur ist es natürlich eine berechtigte Frage. Da kann ich Sie aber, ja, habe ich eine positive Antwort. Dieser Edge Connector 40D und auch Siemens läuft auf x86-Architektur, läuft auch auf ARM-Architektur, das heißt also Ihr Raspberry Pi, auch da wäre es möglich, den Edge Connector laufen zu lassen. Okay, prima. Und dann hätte ich auch noch eine Frage für den Tilo. Und zwar kann ich die Daten auch bereinigen, falls ich sie aggregieren möchte? Ja, gute Frage. Also das ist natürlich sehr gängig, dass man diese Daten dann auf irgendeine Weise noch weiterverarbeiten möchte, weil die eben nicht direkt so reinkommen, wie man sie gerne hätte. Dafür haben wir sogenannte Data Flows, haben wir die genannt. Und da habe ich die Möglichkeit, die Daten, die ich dann aus meinen jeweiligen Systemen auslese, eben filtern, sortieren, aggregieren, was auch immer, die Daten auf irgendeine Weise weiterverarbeiten kann. Also jetzt beispielsweise da, die Daten aus der Cinemeric direkt mit den Daten aus meinem MES-System verknüpfen, um da eben Mehrwert zu bieten. Okay, prima. Ich habe eine Frage für den Stefan, und zwar gibt es, und die ist von Michael Vogel, gibt es seitens Softing eine Zusammenfassung von nützlichen Nahtstellensignalen der 840D, die zur Verfügung gestellt werden könnte, oder muss ich mich durch 1000 Seiten Siemens-Doku wühlen? Ja, also wir haben natürlich in der Vorfeld, wo wir das, den Edge Connector 840D gibt es ja schon länger und davor gab es das UA Gate. Wir haben da diese Default-Files, die ich angesprochen habe, die basieren auf vielen Befragungen der Kunden. Das heißt, in diesen Files, in diesen Daten, die ich Ihnen auch gezeigt habe, haben sie schon relativ viel drinnen, was eben auch die Kunden wünschen. Ansonsten können wir Sie auch da gerne unterstützen, falls Sie spezifische Fragen haben und sagen, ich brauche den und den Wert. Das haben wir auch schon mit anderen Kunden gemeinsam gemacht. Dann haben wir diese Files eben für Sie erstellt. Das ist auch möglich.
Prima. Und dann nochmal eine Frage, und zwar von Tobias Lorenz. Ich würde sagen, das geht auch an dich, Stefan. Wie funktioniert das mit der Sinumeric One? Denn die 840D SL wird ja bald abgekündigt. Das ist richtig, genau. Also Sinumeric One. Wir haben schon eine bestellt und haben auch schon eine hier vor Ort. Die Entwickler arbeiten gerade dran und im Laufe des Jahres wird es da nochmal ein Update geben, dass eben auch Sinumeric One zukünftig unterstützt ist. Okay, prima. Da kommt nichts weiter rein. Wie gesagt, also Sie sind gerne dazu eingeladen, falls im Nachgang oder nach Durchsicht der Präsentation PDFs oder dem Betrachten der Webinaraufnahme on Demand, das werden wir alle zur Verfügung stellen, irgendwelche Fragen aufkommen sollten, können Sie sich gerne an Thilo wenden oder an Stefan. Und ansonsten würde ich mich gerne von uns dreien aus für Ihre Teilnahme heute bedanken und darauf verweisen, dass wir auf der Sorting-Webseite auch unsere zukünftigen Webinare darstellen. Also gerne mal drauf gucken, was da so im Programm ist, weil ich mich dann freuen würde, wenn wir Sie da wieder bei uns begrüßen dürfen. Ansonsten würde ich auch jetzt sagen, danke Thilo und danke Stefan. Und allen Beteiligten noch einen schönen Tag wünschen.